Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Witcher 3 Wild Hunt. Heute alleine, ohne Plüsch, außer das kleine Plüsch, das fällt drüben auf dem Sofa. In einer neuen Aufnahmesession, ganz früh am Morgen, weil heute steht noch einiges auf dem Programm. Ja, wir sind in Kaer Morhen ja im letzten Part angekommen. Und ich habe ein bisschen an meinem Loadout ein bisschen gearbeitet. Also wir tragen ja das Bärenset, aber jetzt habe ich auch die Bärenschwerter, die eigentlich ein reiner Akt zu finden waren. Ich glaube, Gerard stimmt mir da voll und ganz zu. Ich musste mir selber dafür, weil ich jetzt nicht wusste, weil die Quest ging ja nicht weiter. Ich habe nicht gewusst, wo es weiterging und musste mir dafür ein Tutorial ansehen. Und ich musste noch etwas herstellen dafür. Warum bin ich jetzt in die Karte gegangen? Egal. Ich wollte eigentlich noch sagen, ich habe noch ein paar Schatzsuchen erledigt. Also wir haben nur noch wirklich die Schatzsuchen, die hier Level 45, 45, 33, 34, 38, 32. Nur noch die haben wir. Die anderen übrigen habe ich erledigt, wie wir sehen. Heute geht es wieder gut los. 50.000 haben wir auf dem Konto. Hexaufträge haben wir noch die von, aus Novigrad. Nebenquest haben wir Heart of Stone, das DLC. Die habe ich noch gar keine Ahnung. Novigrad. Die gesperrte Stadt 1. Okay. Ansonsten in Kaer Morhen haben wir einiges zu tun. Wir haben hier drei Quests. Vier. Als erstes sollten wir Lambert finden. Jetzt würde Cat wieder sagen: Lambert! Aber ich soll euch liebe Grüße von Cat natürlich ausrichten. Und ach ja, wir haben auch schon die verbesserten Schwerter, die sind auch deutlich besser als die Schwerter, die ich davor hatte. Und ich hatte echt einen Krampf. Ich musste mir weiße Möwe mischen, ja. Und bin gestern den ganzen Tag, hat mir das keine Ruhe gelassen und wollte das Schwert haben. Und ja. Oh, Vesemir checkt noch den Kleen. Plötze? Pferd? Okay, wo ist Plötze? Plötze weg. Plötze hat wohl aufgehört, den Trog zu rammeln. Ja, hier waren wir ganz am Anfang des Spiels. Hier sind wir noch rumgerannt und haben ein kleines Wettrennen mit Ciri gehabt. Ich glaube, von da oben kamen wir in dem Moment. So, mal schauen. Finde Lambert. Mal schauen, wo der Gute steckt. Okay, hier haben wir einen Schlag. Oha. Ja, Hexer haben auch Ballisten, ne? So, wo ist er? Ich will unbedingt jetzt. Ach, mal ob. Da ist er. Tschüss hier. Also ganz ehrlich. Würde ich jetzt hier nicht in eine, also jetzt, in der Zeit, würde ich in der Zeit leben, ne, ich würde sofort in so ein Schloss ziehen. Auch wenn ich das Geld und die Mittel hätte, ich würde mir ein Schloss kaufen und das herrichten. Ich will mich mal ein bisschen umgucken. Ah, da hat Ciri trainiert, da oben, an den Pendel, glaube ich. Wenn ich überlege, das ist auch schon, ist da eine Truhe? Ich würde schon sagen. Wenn man überlegt, das ist auch schon 70 Parts, ja. Und wenn ich überlege, ich habe mich seit langem nicht mehr mit so einem Spiel so exzessiv und so intensiv beschäftigt, wie jetzt mit The Witcher. Es macht einfach nur richtig Spaß. Und jetzt können wir auch mal hier reingehen. Da sind wir gerade am Renovieren. Guck mal, hier haben wir jetzt ein Lager. Können wir auch mal gucken, ob wir was ablegen können. Weil hier sieht man jetzt mal, Katzensilberschwert, das hatten wir vorher. Minus 80. Greifensilberschwert, ja. Verbessertes Greifensilberschwert, ja. Stahlwaffe, ja. Ah ja, hier. Minus 16. Also, die haben schon gut Wumms. Also, die, Bären-Sachen.
Also wollen wir mal eben ganz kurz gucken, ob ich was ablegen kann. Oder wat, ob ich was zu ablegen hätte. Aber. Sieht nicht so aus. Alchemie-Sachen lege ich ungern ab. Naja, da steigt glatt wieder auf die Kiste. Ah, dahin ist Lambert. Was ist das denn? Geht, läuft schon wieder aus. Verdammt. Lambi, Alter. Na, alles fit? Was ist das? Brauchst du Tränke? Nein, Schnaps. Aus Kartoffelschalen. Für meine Willkommensfeier? Wohl eher für meine Abschiedsfeier. Noch nicht gehört? Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Phylakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Ja, darauf sollten wir ihn mal hinweisen. Es könnte ja Ciri sein. Betonung liegt auf sein. Du weißt schon, dass diese Monstrosität Ciri sein könnte? Ja, hab davon gehört. Wie wäre es mit ein bisschen Mitgefühl? Ich nenne die Dinge beim Namen. So bin ich nun mal. Okay. Ich will nicht streiten. Irritierend, ja. Okay, ich bin auch ein Mensch, wenn ich jetzt sage, ich sag auch manchmal Dinge, die ich gerade denke, und dann verstehen das auch einige miss, aber na schön, ich will nicht streiten. Weißt du was? Ist egal. Ich will mich nicht streiten. Genau. Keine Zeit zu verlieren. Die Monstrosität wartet. Lambert. Oh, Entschuldigung. Die eventuelle Cirilla. Und das andere war ja, du klingst nicht sehr begeistert, na klar. Jennifer kann ja auch sehr aufbrausend werden und wer weiß, was in unserer Abwesenheit hier gerade passiert ist. Du klingst nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Klar. Brechen wir auf. Muss nur mal kurz was erledigen. Nein, ich habe nichts zu erledigen. Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Oh, ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, wie du ihn nachäffst? Ja, der alte Mann findet das nicht witzig. Ich würde das gerne mal mitkriegen, wie die beiden sich streiten. So, Lambi, wo lang? Volk Lambert, ja. Hä? Lambert? Savolas Durchbruch. Wurde der immer noch nicht gepflegt? Wesemir würde gerne. Mich stört's aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Ich weiß nicht, wovon ihr redet, aber naja, ist eine schöne Abkürzung. Kann man ja eine Tür reinbauen. Also, schwimmen wir über den Teich? Nein, ich habe hier ein Boot verteut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lass Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Also die primitive Art des Angelns. Wir benutzen Bomben zum Fischen, ist klar. Naja. Erinnert mich irgendwie an eine Folge des Simpsons. Ist aber auch schon Ewigkeiten her. Lambi, lauf doch schneller. Wir müssen auch noch den Gabelschwanz hier platt machen, fällt mir gerade ein. Oh. Ja, komm mal her.
Na komm runter, ihr Federvieh. Na komm her, du Stück Dreck. Mein Arsch gehört dir. So. Lambert? Wie sieht's aus? Na, Wölfe auch noch. Großes Kino. Auch Level 5 Wölfe, wie süß. Au! Ey! Lambert, ich lass euch Hilfe! Sollst du nicht schief den Wolf spielen? Ich bin beeindruckt. Wo hast du diese Tricks gelernt? Das ist eine Kunst. Ich habe sie von einem Meister in Serikanien gelernt. Bla bla. Erzähl das deiner nächsten Zauberin. Wie viel hast du getötet? Wie viel habe ich getötet? Finde den Fehler. Gib mir mein Loot. Und was ich zurzeit sehr gern mache, ist die Game-Musik von Skellige höre ich gerne im Moment. Da gibt es einige schöne Tracks bei YouTube, die auch mal... Besser klar? Scheint so. Der Alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche ihn nicht zu oft zu verärgern. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Sollte nicht Kyra und die anderen noch jemand hier sein, den ich hergeschickt habe? Fällt mir gerade so nebenbei ein. Hab's genau hier vertreut, ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Oh Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Ja, vor 5 Tagen. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Quest aktualisiert. Okay, finde das Boot. Na, würde mich nicht wundern. Obwohl, wir sind ja noch nicht vielen Monstern hier begegnet. Sage ich jetzt einfach mal so. Sonst würde ich jetzt garantiert mit Ertrunkenen rechnen. Okay. Was haben wir denn da? Ja, was? Ah, Betrunkene! Was ein Zufall! Na, ist meine Rüstung so verdient für euch? Zumindest haben wir das Boot gefunden. Hey, Betrunkener! Renn nicht weg! Ich will doch nur reden! Auf auszuweichen. Halbe Portion. So. Ein Wasserbein. Ruhe im Puff. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ist es das? War toll. Das ging kurz und schmerzlos. Also gut, der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein, hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur 2 Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben? Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Gehen wir erstmal das Optionale durch. Nagt das immer noch an dir? Nagen? Nein. Bin aber stocksauer. Was zum Teufel sollte die Prüfung? Die meisten, die vom Kreis der Elemente zurückkamen, starben innerhalb 1 Jahres in einem Sumpf auf der Jagd nach Ertrunkenen für 30 Kronen pro Kopf. Warum also das Ganze? Musst du Wesemir fragen. Habe ich. Mehrmals. Glaub mir. Spring ins Boot. Los geht's. Rein ins Boot. Gut, aber ich nehme das Ruder. Weil? Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert. Ja, Chef, ist ja gut.
Toll, jetzt mache ich mir noch die ganze Rüstung nass. Ah, als ob es mich stört. So. Das kannst du jetzt nicht tun. Ist echt wie bei Pokémon, ne? Das können sie jetzt nicht tun. Und es ist nicht Zeit, dies zu benutzen. Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Irgendwas damit nicht in Ordnung? Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heul nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Vorausgesetzt, dass wir nicht... Und du hast noch ein Segel. Fahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Da ist ein Loch im Segel. Da ist auch ein Loch im Segel. Hm. Der Nebel ist so dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Oh, soll ich dir ein Gedicht vortragen? Mit Freuden. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Nicht schlecht. Das ist gut. Lambert. Geh aus dem Wind, das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. Hm. Bestimmt Ertrunkener da unten. Okay, fast da. Quest aktualisiert. Bereit für die Höhlen? Fast. Aber bevor wir reingehen... Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Du bist zickig, zickige Altien. Ich würde erst gern lieber wissen, wer Speerspitze ist. Ist Speerspitze immer noch da unten? Ja, ist er. Es sei denn, er hat uns einen Gefallen getan und ist verreckt. Er könnte jeden Moment hier sein. Wie geht der rein? Speerspitze ist ein tiefer Schläfer. Weckst du ihn, dann schläfst du tiefer. Na los. Ah, Hilfe! Hilfe! Was? Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Und wenn nicht? Wir tun, was du willst. Das klingt nicht wie ein Kind, das klingt eher wie eine Illusion. Und das Tal ist unbewohnt. Ja. Ich richte mich mal nach ihm. Du hast bestimmt recht. Gehen wir direkt zur Höhle. Endlich etwas Vernunft. Was hat er gesagt? Katze, ne? Das klang eher wie so eine Täuschung, als ob so etwas mich weglocken will. Oh, wo hab ich sie denn, Katze? Katze, Katze, Katze. Verbesserte Katze, da habe ich sie. So. Und was haben wir denn hier? Hm? Nehme ich beides gern. Also ich muss schon sagen, Katze ist echt super. Vor Gott springen. Verdammt, zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Lese mir. Bereit? Du Fettwanst. Das ist meine Rüstung. Eins, zwei, drei. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Er hat eine schwere Lederrüstung und ich habe eine schwere Polsterrüstung, würde ich eher sagen.
Ach ja, für die Rüstung habe ich mir mal was eingepackt. Charakter. Neben den Heilzeug. Wo habe ich es denn da? Jeder Teil schwere Rüstung erhöht die maximale Vitalität um 5%. Und den Schaden bei allen starken Angriffen um 5%. Fand ich ganz schlecht. Wand wirkt nicht sehr stabil. Hart vielleicht? Hm? Sicher, auf um so Speerspitze aufzuwenden. Entspann dich, bin bloß ausgerutscht. Willst du? Alles klar! Lambert beherrscht die momentane Teleportation. Was ist denn das hier? Ah, guck mal in der Schau. War versteckt. Sorry. Außerdem will ich wissen, wer Speerspitze ist. Obwohl ich denke mal, wir werden ihn kennenlernen. Was? Ich hab was im Auge. Ist wohl ein Splitter. Hoffentlich kein Spiegelsplitter. Das würde dich noch gemeiner machen. Haha. Okay. Puh, hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Das ist Speerspitze? Wo ist denn? Ich dachte, ich muss gegen den kämpfen, aber okay, dann nicht. Schön, wieder draußen zu sein. Mhm. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Trolle. Ich wäre lieber vorsichtig. Wir sollten vorsichtig sein. Das ist ihr Gebiet. Wegen ein paar Trollen machst du dir in die Hose? Früher war ich auch mal ein Abenteurer, doch dann bekam ich eine Mistgabel in den Bauch. Von einem Bauernkind, keinem Troll. Wäre fast gestorben. Komm schon. Ja. Ich frage mich, wer älter ist von den beiden. Weiß jemand, wie alt Lambert ist? Also ich weiß, dass Geralt fast 100 ist, aber Lambert? Kein klar. Ah, da ist schon einer. Dann wollen wir mal Quell nehmen. Siehst du, wie er seinen Schwanz einzieht? Mhm. Höchst ungewöhnlich für einen Troll. Hexer sollen nicht gehen weiter. Halt. Halt. Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg? Ja. Dieses sei ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Drohen würde ich den nicht. Wir versuchen es mal auf die übliche Art. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Hexer sind eins sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Ja, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel, oder ich zermalme euch. Verstanden? Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Dann lauf mal. Der Wind heult. Lambert? Lambi? Na toll. Na!
Steine werfen wir, ihr nicht gehen mehr, Hexersen, verstanden? Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören, wir müssen. Trolls nicht gehen zur Burg von Hexersen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Wir versuchen es trotzdem mal. Lass mich reden. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Troll werfen Stein. Hexersen nicht hauen zurück. Nur Brabbel, Brabbel. Hexer, gut. Dumm Troll, du. Hexersen Monster töten. Trollsen sein Monsters. Ja, wahre Sache. Wir machen so. Ihr lassen Schafprügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen, wir kaputt hauen. Wir lassen unsere Schwerter hier und holen sie später. Unsere Schwerter. Komm nicht in Frage. Ach komm. Gut, wir lassen unsere Schwerter hier und sammeln sie auf dem Rückweg ein. Wir nicht sie wollen. Metall, pfui, sticht in Mund. Geht's noch? Halt die Klappe und tu's einfach. Wenn was schief geht, kann man es nochmal laden. Ich glaube, du hast deine Berufung verfehlt. Mhm. Soweit ich mich an Papa Wesemirs Lektionen erinnere, töten Hexermonster. Dein Gedächtnis ist für'n Arsch. Sie töten nur gefährliche Monster. Sie haben mit Steinen nach uns... Heul leise, Jacqueline. Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst. Was noch? Nein. Sieht toll aus. Genießen wir später. Wir können später den Anblick genießen. Klar. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Okay. Also ich soll die Fackeln anzünden. Wie ging das nochmal? Wasser, dann Erde, dann Luft. Einmal, zweimal. Geralt! Herr von Riva! Nein, das will ich nicht. Ich will die. Wieso? Danke. Nur noch eine. Das wirst du ja wohl noch hinkriegen, oder? Geralt, da ist noch etwas angezündet werden möchte. Ganz ruhig. Danke. Alles klar. Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Fiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. Also, wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden? Mal überlegen. Ah ja, mit Axi. Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi. Sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet. Ich wittere eine interessante Geschichte. Eine der besten.
Ein paar Wegelagerer hatten mich aufgehalten. Der eine richtete seinen Bogen auf mich, der andere durchwühlte meine Tasche. Hab den mit dem Bogen dazu gebracht, seinen Freund zu erschießen und sich dann zu erhängen. Musstest sie nicht selbst töten? Ja, tolle Geschichte. Voll beeindruckend, ja. Du hättest sie nicht töten müssen. Ich konnte aber, also tat ich es. Zwei Hurensöhne weniger. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Bastard? Nein, ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kaer Morhen gebracht hat. Da mussten wir alle durch. Da mussten wir alle durch. Das ist es ja. Nicht alle haben es geschafft. Viele Jungs starben hier. Gegen ihren Willen hergebracht. Es war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal. Mein Vater war ein Säufer. Hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen, ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte? Geld? Bring mir das Erste, was du zu Hause siehst. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Ich sage, fick dich, Schicksal. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Falls du dich nochmal wunderst, warum ich so verbittert bin, jetzt weißt du's. Na schön, genug gejammert. Verschwinden wir von hier. Wir brauchen die Schwerter. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Mann ohne Arme. Natürlich, Bruder. Jetzt bin ich wieder sein Bruder. Vorher war ich ein Arsch. Naja. Hexer nehmen ihre spitzen Stöcke auf den Rücken und gehen nach Hause. Keine Sorge. Du musst uns nicht überzeugen. Komm, Geralt. Gehen wir. Spitze Stöcke. Ich glaube, da hat einer Migräne. Geh, ich bleib nur ein bisschen. Okay, ich habe jetzt eigentlich nichts, was mich hier hält. Gehen wir zur Festung. Gut, gehen wir zurück. Nach dir, mein Herr. Hat doch irgendwer der Trolle Bäuerchen gemacht, oder was war das jetzt? Ja. Quest abgeschlossen. Die letzte Prüfung. 25 Erfahrungspunkte erhalten. Und nicht gerade viel. Charakter aktualisiert Lambert. Ja. Prüfung hat es nicht gegeben. So. Was haben wir jetzt noch? Quests. Find Yennefer und helf ihr. Wie man einen Gabelschwanz anlockt. Ja, hier wird eine Hexersinne. Such den Eingang von Kaer Morhen mit Hilfe einer Hexersinne. Nach Eskeld Spuren, okay. Ich würde sagen, wir machen das hier. Gehen dann über zur Yennefer und dann zum hässlichen Entlein. Weil das würde ja gerade so passen. Find Eske und hilf ihnen bei der Jagd nach auf den Gabelschwanz. Ja, das müssen wir ja als erstes tun. Also geht's da weiter. Haben wir sonst noch irgendwas auf der Weltkarte jetzt, was mich interessieren sollte? Nicht wirklich. Da waren die Höhlen. Das Fragezeichen hier oben habe ich schon allerdings gemacht. Ne, haben wir nichts mehr. Gut. Dann geht's jetzt los mit dem Gabelschwanz. Das müssen Eskels Spuren sein. Sonst hat in letzter Zeit niemand die Festung verlassen.
Okay. Dann folgen wir mal. Und ich wette mit euch, ich habe einen arschweiten Weg vor mir. Da, 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 da. Ach ja, kleiner Funfact nebenbei. Also dieses, der Part, der wird heute rauskommen. Heute ist der, keine Ahnung wie viel, ich glaube der 17., 18., ich weiß es nicht. Am Wochenende beginnen wir mit Resident Evil Zero, da wir ja immer noch bei Twitch stehen. Was ist denn da zu hell hier? Mond? Beginnen wir mit Resident Evil Zero. Weil da wir ja jetzt Resident Evil 1, 2 und 3 auf die PS1-Version durch haben, geht es jetzt mit Zero los. Dann kommen die ganzen Remasters. Und ja, das Remake, also Zero, wird auch hier auf dem Kanal dann zu sehen sein. Für euch YouTuberinos. Allerdings das Ganze natürlich vorher erst live auf Twitch. Ja, und jetzt geht's hier weiter. Ich hätte mir doch Plätze nehmen sollen. Hä? Jo? Ja, jo. Ah, ist das hier die Festung? Was haben wir denn da Schönes? Nee, wieder Alkohol. Hier war auch so ein Trainingsplatz. Ich will mich hier erst umgucken. Dann kann ich nach den Spuren weiter gucken. Wasserflasche. Ein magischer Gegenstand. Oh, noch eine Wasserflasche. Was ist denn das für ein Schwert? Inventar. Moment. Das sieht aus wie das Schwert von Ciri. Ja. Obwohl, nee, Ciri hatte kein Silberschwert. Ha, interessant. Gut, wo geht's weiter? Pferd. Skorpion. Ich denke mal, du bist das Pferd von Lambert. Wie hieß es noch? Lambert. Schönes Tier. Eske? Ja, echt ein schönes Tier. Ich mag schwarze Pferde. Spuren. Okay. Und Hufspuren. Eine Ziege. Interessant. Ja, ich denke mal, er will eine Falle legen für den Gabelschwanz. Aber wie es in der Quest weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ich halte die Parts mal jetzt ein bisschen kürzer, weil ich die jetzt noch alle heute durchrendern will und schon mal hochladen will. Weil am Wochenende geht es ja wieder mit den Streams los. Vielen Dank fürs Einschalten, bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao.